Guten Morgen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es für mich wandern. Ich sage euch gleich, wohin es geht. Und es ist 7 Uhr etwa 45. Ich habe einen langen Weg vor mir. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde, weil die Wanderung insgesamt 9 Stunden dauern wird. Und das Wetter ist, so wie ihr seht, nicht so gut, aber ich hatte heute keinen Unterricht und wollte es mal ausprobieren. Ich möchte es so gern schaffen, aber ich bin mir nicht so sicher, wie gesagt, ob es klappen wird. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren und mir auf Instagram folgen. Ja, ich zeige euch jetzt, wohin es geht. Ich komme gleich an. Ich bin jetzt hier in Außerberg und da, wo ich hin möchte, ist diese Strecke hier. Das ist die Vivani-Hütte und die geht 4,5 Stunden. Also, lasst uns mal anfangen. Mein Rucksack ist ziemlich schwer, weil ich sehr viel Essen eingepackt habe. Ich sollte gleich mal eine Pause machen und etwas essen, damit der Rucksack wieder leichter ist. Ich habe schon jetzt den falschen Weg gewählt, also muss ich ein bisschen zurückwandern, damit ich wieder auf den richtigen Weg komme. Und die Vivani-Hütte ist etwa 2400 Meter über Meer. Ich bin hier etwa erst noch bei 1000 und steige jetzt noch ein bisschen ab. Das heißt, ich muss mehr als 1400 Meter über Meer hochwandern. Ja, und ich bin nicht die Sportlichste, muss ich sagen. Nicht mal meine erste halbe Stunde. Oh, und ich bin kaputt. Der Weg ist ziemlich steil. Ich habe mein Haargummi zu Hause vergessen. Oh. Jetzt geht's weiter. Ich kann euch mal zeigen, wo ich raufgekommen bin. Thank you.
Schaut mal, wie schön es hier ist. Oh. Okay, eine halbe Stunde wäre geschafft. Es geht nur noch 4 Stunden. Meine erste Stunde, ich bin jetzt etwa bei 1300 oder 1400 Meter über Meer und im Internet stand, dass dieser Wanderweg ein mittlerer Wanderweg sei. Das glaube ich nicht. Ich bin jetzt schon so müde, meine Füße sind nass. Ich dachte, meine Wanderschuhe sind wasserfest. Naja, ich habe hier noch ein paar Stunden vor mir. Okay, tschüss. Eichhörnchen. Wie süß. Schaut mal, da gibt's kleine Erdbeeren. Es ist jetzt 9:30 Uhr und ich mache meine erste Pause. Ich bin seit 1 Stunde und 45 Minuten am Wandern. Ja, wie gesagt, ich habe noch einiges vor mir, aber ich möchte es schaffen. Mal sehen. Es hat angefangen zu regnen und ich habe ziemlich gefroren, weil ich da eine kleine Pause gemacht habe, etwa 15 Minuten oder so. Ja, ich sollte keine längeren Pausen machen. Hier sieht man, dass es auch einen Waldbrand gab.
Beim Wandern kann man sich an diesen Zeichen hier orientieren und weiß dann, dass man den richtigen Weg hat. Ich bin schon so weit gekommen, aber ich mag irgendwie nicht mehr. Es ist sehr steil. Schaut mal. Hier. Ich werde mich ein bisschen ausruhen und dann schaue ich weiter. Ich bin schon ziemlich weit oben, aber ich habe ein Problem. Auf dem Wanderweg ist ein Stier, eine Kuh, ja, etwas mit Hörnern und es schaut mich an. Seht ihr es? Da, ich kann es nicht zeigen. Sind die gefährlich? Oh oh. Und es ist nicht nur eins. Was soll ich jetzt machen? Der schaut mich an. Ich habe jetzt einfach einen Umweg gemacht, weil ich nicht weiß, wo ist der? Da ist der. Und hier oben gibt es noch ein paar. Ah, wieso gerade auf meinem Wanderweg, bitte? Da habe ich gerade Schiss bekommen. Ich bin schon 2017 Meter über Meer. Ich weiß noch gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich noch wandern muss. Oh, ich mache das nie wieder. Nie. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
ist immer noch nichts in Sicht. Und da hinten gab es Steinböcke, die hatten recht lange Hörner. Ich konnte es nicht filmen, weil ich Angst hatte und bin schnell davon, weil ich nicht weiß, ob die aggressiv sind oder so. Ja, ich weiß es nicht. Ja, meine Wanderung geht weiter. Dieser Weg ist wirklich kein normaler Weg. Und ich muss hier durch. Ich habe es immer noch nicht geschafft. Ich denke, dass ich zurückkehren werde, weil es mir einfach zu gefährlich ist. Ja, ich wollte eigentlich zu der Hütte und fragen, ob es einen anderen Weg gibt, wieder runterzukommen, aber die Hütte ist eigentlich nicht mehr weit. Aber ich schaff's nicht, das ist mir zu gefährlich jetzt. Ja, und es gibt keinen richtigen Wanderweg mehr. Ich denke, dass ich umdrehen werde. Ich wollte es so gerne schaffen. Aber ich kann nicht mehr wirklich. Ja, tut mir leid. Ich habe heute Morgen etwa 5,5 Stunden gebraucht, bis ich da war, wo ich umgekehrt bin. Und jetzt wandere ich zurück. Mein Vater holt mich von Laiken ab. Und da habe ich dann etwa 1,5-2 Stunden weniger zu wandern. Und das freut mich. Ich bin klitschnass und ich mag nicht mehr. Das war zu anstrengend. Ich gehe jetzt eine Woche nicht mehr aus dem Bett. Keine Lust mehr. Ja. Hey, Papi! Oh. Mein Vater hat mich abgeholt in Laiken. Oh, ich bin glücklich. Danke. Komm, zieh das mal ab. So wie ich aussehe. Ja. Tschüss. So, ich bin endlich zu Hause angekommen. Ich habe es nicht geschafft, aber es war mir zu gefährlich und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe schöne Landschaften gesehen und auch viele Tiere. Und meine Socken sind sehr nass. Ich kann es mal zeigen. Ja. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir
einen Like geben. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr mich abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.